Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Trove. Wir haben in der letzten Folge diesen Dungeon erforscht, ein Haus angefangen zu bauen und. Und ja, sind jetzt auf dem weiteren Weg des Erkundens und ich nehme gerade ein paar Blöcke mit, damit wir später auch unser Haus weiterbauen können. Gerade die Orangenblöcke brauchen wir, da wir die ja für uns nicht weiterbauen konnten. Und ich die ehrlich gesagt auch recht hübsch finde. Also das Grün ist mir zu grün. Aber das Orange ist ganz cool. Nehmen wir hier einfach mal noch eine Ebene. Ach, nehmen wir einfach noch eine Ebene weg und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Können ja hier auch so ein böses Loch bauen einfach. Ist da unten irgendwas? Gucken, vielleicht fällt ja jemand rein. Das wäre ja schon ein bisschen lustig. So. Dann soll das erstmal gereicht haben. Wir gehen wieder auf unseren Raptoren und reiten weiter. Und zwar da hoch. In der Hoffnung wieder. Ja. Danger awaits at this. Was? Ja, at this location. Oh, das war's. Naja, schwimmen können wir auch. Oder laufen wir? Ich weiß es nicht. Ich laufe alle Felder hoch. Zack. Ah. Ja. Das hat funktioniert und jetzt können wir hier mal hochlaufen. Boah, jetzt habe ich mich gerade erschrocken, obwohl ich eigentlich weiß, dass da Zeug kommt. Ja. Gerade voll zusammengezuckt. So, der erste ist bis. Hier mal weiter. Da kommt der nächste. Keine Energie. Bleib ich einfach stehen. Sonst treffe ich ihn nicht. So. Bleach Bone bekommen. Und Warps. Warps. Ja, das ist alles. Ich denke, wenn wir das hier gemacht haben, suchen wir uns nochmal ein Gebiet zum Claim. Bauen dann nochmal ein bisschen weiter. Damit wir vielleicht auch noch den Crafting Table bauen können, damit wir da mal sehen, was wir da überhaupt alles machen können. Vielleicht können wir da uns auch massiv verbessern. Man könnte ja theoretisch auch, ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich glaube, das wird eh nichts hier mit dem Boss. Eben sowas zum Beispiel craften. So, jetzt habe ich mal H gedrückt, weil das. Ah, okay, damit komme ich wieder in den Hub. Das ist natürlich super gut. Denn, eben wie ich gerade sagte, wir kommen. Ist das ein Tree Force? Ja. Das ist geil, was die Leute hier teilweise gebaut haben. Also ich zeige euch mal kurz hier von dem Herrn Unbekannt. Das ist vom Roxhawk. So kann das dann später bei uns auch mal aussehen. Mega cool. Mega cool. Aber da ist noch ein bisschen weiter Weg. Was haben wir hier? Barbershop. Ah, okay. Da kann ich mich also umstylen. Vor allem eine Race Lady. Wir sind doch ein Typ. Oder waren wir untot? Nee, Typ. Das wusste ich auch gar nicht, dass man das. Das ist auch. Oh, es ist auch cool. Ah, und jetzt neue Haare. Das ist natürlich auch geil, weil. Mich hat es schon gestört, dass wir so komisch aussahen. Look, crazy goggles. Shaggy elf. Long and natural. Law hawk. Fur wing. Hihi. Pippi. Der sieht cool irgendwie. Das hat was. Hair color. Ja. Eye color. So ein geiles Grün. Grün, ja. Ja, so kann man den Typen drehen. Except. Er ist natürlich cool. Das wusste ich auch nicht, dass das geht.
Community Chest? Ah, okay, da kann ich Sachen mit der Community sharen. Also zum Beispiel das. Und das. Ah ja, und dann können die Leute darauf zugreifen und sich das nehmen. Sozusagen. Invite someone to use trading post between trade. Ah, okay, damit kann man mit Leuten handeln. Und da ist noch ein Barbershop. Ja, ich habe mich da auch noch nicht so umgesonnen. Ich habe einfach nur geschaut, wie ich überhaupt an Leveln komme und so. Wahrscheinlich ein Haus, Explate. So Beispielhäuser. Das sieht irgendwie aus nach einem übelst großen Lego-Haus. Und bei Jazz. Aber was mich jetzt wundert ist, wenn... Das ist doch viel größer als der eigentliche Chunk, oder nicht? Also das ist doch auch tiefer als das eigentliche. Es ist zwar echt schön, also würde ich ihm gar nichts sagen, aber wie macht er das, dass das bleibt? Also das sind so Fragen. Ja, die hätte ich schon gern. Und da kann man hier die ganzen Tools, die er hier hat. Und das ist doch der Herr Chess, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Schon geil. Schon cool auf alle Fälle, auch mit den durchsichtigen Blöcken. Aber wir bauen unser eigenes Imperium auf. Mann, das ist doch so ein Head, so ein Raptor-Head. Ja. Jetzt verbrennen wir hier die ganze Zeit, um nur ein Zeug anzugucken. Da ist ein Skull. Man, scheinbar kann man hier in die Endlos-Tiefe bauen, in seinem Claim. Was natürlich echt gut wäre, weil dann ist man nicht so begrenzt auf die gewisse Höhe. Und das gefällt mir, ganz ehrlich, das Haus gefällt mir. Das ist so klein, so, ja, unübertrieben wie die ganzen anderen Häuser. Aber jetzt wollen wir uns erstmal unser eigenes Gebiet hier claimen. Und dann bauen wir erstmal ganz in Ruhe nämlich weiter. Nämlich mit den orangen Blöcken. So. Bauen jetzt hier erstmal noch ein Fenster, können wir hier reinsetzen, zack. Vielleicht da noch ein Fenster. Achso, ein Eckfenster wäre auch cool. Muss man auch, wenn wir das so machen. Und da weiter. Ist das überhaupt. Es wirkt irgendwie schief. 1, 2, 1, 2. Ist aber gerade. Vielleicht kommen wir ja auch an solche durchsichtigen Blöcke ran. Dann könnte man nämlich. Ja, könnte man dann selber noch so Art Fenster bauen, die man, dass die Gegner da nicht durchkommen. Jetzt habe ich hier einen Block abgebaut. Ich wollte bloß gerade das noch ein bisschen bereinigen, alles. So, da ist unsere Tür, da ist dieser komische Helpling. Ja, das weiß ich ja alles, vielleicht kann ich die auch einfach abbauen. Ah ja, so geht das. Es ist natürlich sehr entspannt, dass die doch abzubauen gehen, weil ich brauche die nicht mehr. Also das, gerade das ist jetzt nichts Neues. So, da haben wir das schon mal bereinigt. Hier ist unsere dicke, fette Tür. Und jetzt gehen wir mal in das Crafting. Da, Crafting auf V. Und da seht ihr, was wir alles bisher herstellen können. Wir können Healing Potions herstellen. Dafür brauchen wir eine Flasche und Mushroom Chunks. Da haben wir auch ein paar. Dann können wir Origin Portal Potion. Da können wir wieder an den Startpunkt der Welt zurückkehren. Bomben, das können wir auch, aber da brauchen wir diese Primordial Flames. Einfach mal ganz kurz anders hinsetzen, Entschuldigung. So, da haben wir nur eine, also das heißt, die heben wir mal noch auf. Und einen Crafting Bench. Und da brauchen wir 20 Sharpstones und 100 haben wir. Das heißt, wir bauen mal eine Crafting Bench. Denn ich denke, mit der kriegen wir natürlich deutlich weitere Rezepte freigeschalten. So, jetzt haben wir die im Inventar auf der 4. Und dann pflanzen wir die einfach mal
Jetzt E zu Craft und jetzt können wir nämlich hier eine Workbench. Die ist dafür da, um dekorative Objekte zu bauen. Dann ein Cube Converter. Damit können wir die Farbe ändern, wenn ich das gerade richtig verstehe. Den können wir einfach auch mal bauen. Obwohl 60 Need. Gucken wir einfach weiter. Wooden Personal Chest, das ist natürlich einfach eine Truhe, wo wir 32 weitere Platz haben zum Bauen. Ein Barbershop, den brauchen wir ja nicht unbedingt. Und ein Fomicide Crafting Bench. More useful objects kann man damit bauen. Da fehlen uns aber noch die Formizid-Ohr und deswegen bauen wir erstmal den Cube-Converter. Weil das ist der einzigste, den wir bauen können. Die Geräusche aus. Den setzen wir einfach jetzt gleich daneben. Also so. Zack. Ah ja, okay. Da können wir. Ah, cool. Da können wir also die Grünen zu anderen Grünen machen. Die Orangenen zu Dark Brown. Nett. Geil. Glass Cube kommt. Ja, da. Boah, was man da alles braucht. Das ist so krass. Da haben wir auf alle Fälle einiges zu tun. Einiges. Jetzt bin ich natürlich schon gerade schon wieder stark am Überlegen, ob wir einfach unseres Haus schon wieder abbauen. Und zum Beispiel ist mit. Ich will das mal sehen, wie das aussieht. Mit irgendwelchen anderen Steinen bauen halt einfach. Die viel cooler sind, so light green oder so, finde ich auch cool. Ist der Unterschied? Ah ja, doch. Es ist schon, also da hat man echt große Möglichkeiten. Amber Orange. Ich suche halt was nicht ganz so krass leuchtet, ne? Also das ist jetzt ein Stück dunkleres Orange. Was ich auch Bock hätte, wäre so ein Ziegelrot. Aber da haben wir noch gar keine Broten. Ist das Pfirsich? Purple. Charcoal. Komplett schwarzes. Fürs Dach auf alle Fälle zu gebrauchen. Welche Farbe nehmen wir denn? Was Dunkles, Violett, Grau. Grau ist doof. Ich denke, wir gucken mal, wie die Rottöne aussehen. Das heißt, doch nichts mit hier weiter craften, sondern auf den Raptor und los geht's. Gucken wir mal auf die Map. Ja, ist, denke ich, egal, in welche Richtung wir laufen. Das lassen wir erstmal stehen. Jetzt suchen wir erstmal rote Blöcke. Denn nur mit roten Blöcken kommen wir weiter. Und das sind nämlich alles hier orangene Blöcke, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Erze. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen abbauen. Bingo. Davon brauchen wir auch einen Haufen, wie wir gesehen haben. Für diese. Oh ja, finden wir aber auch gerade noch einige. Frage ist natürlich, gibt es vielleicht auch einige Erze erst in späteren Adventure-Levels oder gibt es die auch hier schon? Das sind alles so Fragen, die ich halt noch nicht beantworten kann, mir aber natürlich schon stelle. Aber da ist noch eine Flame. Wir können schon zwei Bomben bauen, ganze zwei Stück. Voll übertrieben. Genau, das ist nämlich jetzt die Frage, was wollen wir wie machen? Wieder hier hoch. Wir können sie einfach auch mal hier so durchbuddeln. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas Cooles.
Auf alle Fälle scheint es echt gute Möglichkeiten zu geben, hier sich kreativ auszuleben, aber auch eben in Richtung Adventure zu gehen. So, ja, ich frage, warum wackelt der jetzt so komisch? Einfach nur damit ich die Dinger abbaue. Leider kann man hier nur immer einen abbauen. Hier scheint nichts mehr zu kommen. Huch, da war gerade ein Bug. Kann man hier nochmal rausgucken? Nee. Gut, dann laufen wir wieder zurück. Und suchen weiter nach roten Blöcken. Wo ich auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung habe, wo wir rote Blöcke herkriegen. So, grün, grün, orange. Das ist nämlich auch orange hier. Und da drin ist Yellow. Yellow ist auch gut, weil Yellow haben wir noch nicht so viele. Glaube ich. Wieder hier irgendwie rausbuddeln. So, ich will an die gelben Blöcke im Stamm rankommen. Zum Glück haben wir hier auch einen Doppeljump. So. Soll jetzt erstmal reichen. Suchen wir uns dann nochmal einen späteren Baum und versuchen vielleicht den von oben nach unten abzubauen. So, immer noch auf der Suche nach roten Blöcken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo es die gibt, weil ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das sind alles orangene Blöcke, grüne Blöcke. Graue Blöcke auch. Und den grauen haben wir auch nicht so, obwohl so viele. Ich lüge. Wir haben 132, wie ich gerade sehe, unten in der Bar. Die Suche nach den roten Blöcken geht auf alle Fälle weiter. Und wie sie weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge.